Und damit kommen wir zur Gruppe A. Sie führen mit dieser Gruppe an. Der Weltmeister von 2018, Rob Voltage Cross und Fernanda Brandão. Und für die beiden, die jetzt kommen, heißt es ganz einfach, sie müssen gewinnen. Der Maximizer Max Hopp und Stefan Effenberg. Ja, wir haben die Situation eben gesehen in der Gruppe A. Wir haben also zwei Teams, die einen Sieg eingefahren haben. Rob Cross, Fernanda Brandão und Gary Anderson mit Fabian Hambüchen. Und halt auch zwei Teams, die verloren haben. Die Titelverteidiger und eben Max Hopp und Stefan Effenberg. Die müssen jetzt ran. Nochmal zur Erklärung. Nur die besten beiden Teams einer Gruppe ziehen in das Halbfinale ein. Und Fran Müller versuchte hier ein bisschen erstmal zu feinjustieren. Sie tanzt gerne, das wissen wir. Und wir hoffen, dass sie hier auch gleich zielgenau agiert. Er hat einen guten Auftritt eigentlich gehabt, der Maximizer. Und auch Stefan Effenberg, den traue ich doch einiges zu. Stefan. Der hat einfach dieses Sportler-Gen noch in sich. Der will hier nicht in der Gruppenphase ausscheiden, das darf ich Ihnen sagen. So, auf in Richtung Bullseye. Das war ein Stückchen weg. Second down. Und der ist gut geworfen. First leg von Stefan Effenberg. Und jetzt werden Effenberg und Hopp das Match beginnen. Wir sind immer noch in der Gruppenphase, heißt First to Two Legs. Max Hopp und Stefan Effenberg. Powered by wir machen Druck.de. Rob Cross und Fernanda Brandão. Powered by Cash Cape. So ein dünner Beginn von Effe. Der muss jetzt mal zeigen, dass er auch im Turnier ein guter ist. Während Fernanda, ich fand sie eigentlich ganz gut im ersten Match. Als wir sie heute Nachmittag beobachtet haben. Da hatte ich Angst. Da dachte ich, die junge Dame braucht ein bisschen Hilfe. Und sie hat Hilfe bekommen und hat das gut umgesetzt. Jetzt bleibt sie hoffentlich auch da weiter gut dabei. Das ist das Triple. Kirk Bevins, der Kirkulator. Also auch Caller haben einen Nickname im Darts. Leitet diese Partie. Das Triple auch von Rob Voltage Cross. Ein gelernter Elektriker. Hat erst relativ spät dann mit dem Profi-Darts begonnen, ist erst im letzten Jahr auf die Tour gekommen, weil er sich um seinen Nachwuchs kümmern wollte. Hat drei kleine Knirpse zu Hause, freut sich jetzt in der nächsten Woche, will er mal eine Woche so richtig weg vom Board. Es geht nach Paris, ins Euro Disneyland. Und er sagt, das muss ich noch alles setzen. Ich habe es noch gar nicht so richtig begriffen, was mir da geglückt ist im Alexandra Palace. Der Mann hat sie alle weggehauen. Nicht nur die Eins der Welt, sondern auch in unglaublich souveräner Manier im Finale. Phil Taylor. Das ist nur 140 vom Maximizer. Ist zurzeit die Nummer 50 in der Weltrangliste. Max Hopp. Auch er hofft, dass das jetzt ein deutlich besseres Jahr 2018 wird als das vergangene. Da lief nicht viel zusammen bei ihm. Dürfte man weiter wegstehen, auch wenn es keinen Sinn macht? Ja, das dürfte man. Es macht halt keinen Sinn. Ich schaue ja gerade mal ein bisschen rein auf Twitter, was noch für Fragen gestellt werden. Kann ich mich bewerben, um als Profi-Dartspielerin hier mit einzusteigen? 43. Bewerben, liebe Nadine, kannst du dich immer. Ich kann dir nur nicht versprechen, dass du dabei sein wirst. So, wir sind bei 145 jetzt. 100. Bei 85 Rest. Nächstes Triple. Hopp ist jetzt on fire. Hat eine ziemlich ernste Miene. Der will hier nicht noch ein Match verlieren. Der weiß, dass das hier schon auch das ausbedeuten könnte. Das ist die Triple 19. Er stellt sich eigentlich ein Finish, die Doppel 14 nämlich. Das weiß er nur nicht. Und darum wirft er einfach weiter auf die 19.
So, jetzt hat er also 60 Punkte geworfen, hat 25 Rest. Und Max sagt ihm, versucht die 17 zu treffen. Es sind am Ende 63 Punkte. Max also 22 Rest. Die darf Hopp jetzt gleich checken. Hat die 11 da stehen. So, Fernanda ist mit dem Streuwagen inzwischen so ein bisschen unterwegs. Hoppla. Der eine geht meilenweit rüber, der andere fällt raus. No score. No score, ladies and gentlemen. No score für Fernanda Brandão aus Brasilien. Gab übrigens auch einen brasilianischen Starter bei der WM. 11 Punkte Rest. Die 3 für die Doppel-4. Ja, hat er. Das erste Leg geht also an den Maximizer und an Eagle Eye. Stefan Effenberg. Na, du musst da reingrätschen, sagt Effenberg. 75. Gute Darts. 75 Punkte erzielt von Fernanda Brandão. Eine ihrer stärksten Aufnahmen. Haben wir auch schon die Triple 20 gesehen. Was macht Cross? Ja, da ist er schön. Da ist noch ein bisschen Platz. Müsste die fünfte 180 im Turnier sein. Ja, das sehen wir jetzt auch. Das fünfte Maximum. Dafür liegen diese Schilder da auf dem Tisch. Sie fallen natürlich nicht ganz in dieser Häufigkeit wie bei der normalen WM. Da waren es dann nach 15 Turniertagen knapp 700 Stück. Das ist die 12. So, jetzt ist er aber trotzdem wieder so ein bisschen besser drin im Spiel. 19. 24. Good Darts, ruft Rob Cross da im Hintergrund. Die 9 für Stefan Effenberg. Er versucht, die 20 zu treffen. 34 Punkte. Auch für die Caller ist das gar nicht so einfach, weil einfach ungewöhnliche Wurfbilder entstehen. Die müssen gut aufpassen. 99 Punkte. Rob Cross hat jetzt für seine Aufnahme in diesem Match ein Average von 115. Exzellent. Seine Partnerin Fernanda Brandão steht bei 30. 100. Das sind die 100. Rob ist bei knapp 100 Punkten im Schnitt pro Aufnahme. 123. Rob und Effenberg noch nicht im Finish-Bereich. Für sie heißt es einfach, ja, ruhig mitten rein. Das sind 33 Punkte. Das sind 50 Punkte, macht 73 Rest. Muss es eigentlich sein, wenn gleich der Weltmeister, der aktuelle, hier ans Oki tritt. Einen Punkt hat er schon. Das sind 13. Das war Kappes. Das war nix. Das wird ihn ärgern. Dafür ist er viel zu ehrgeizig. 66. 33. 37 Punkte, 40 steht. Fernanda Brandão könnte ein Leck checken. Doppel 20, würde er ihr jetzt sagen. Das sind 80, 154 Rest. 134. Auch noch ein Brett. Da hätten schon mal zwei Triple gut getan, damit Effenberg auch eine reelle Chance hätte. Schauen wir erstmal auf die Doppel 20. Der war relativ weit entfernt. Das war die 7, 33. Yes. 19 or 3 or 17, 3 or 17. No, it's okay. Don't worry. Da geht wirklich einer rechts, einer That's links okay. einfallen lassen. Jetzt sage ich mal den 19, ja? Yeah. Geh auf die 19. So, jetzt geht er auf die 19, 134. Sagt Stefan Effenberg. Er hat offenbar da oben auf der 20, auf die hat er den ganzen Tag trainiert. Nicht so das richtige Gefühl. Das sind 24 Punkte. 27. Das sind 27. Auch noch kein so einfaches Finish für Hopp. Wenn er denn überhaupt noch rankommt. Doppel 12, Rob Cross. Doppel 6. Ja, 1-1, klar. Entscheidungsleck. Ist das eine Partie? Ich hoffe, Sie haben ein bisschen Zeit mitgebracht. Jedes einzelne Match geht hier über die volle Distanz. Unglaublich. So, er fängt mit 5 Punkten an. Da muss mehr kommen vom Effe. Kann es selbst nicht so richtig glauben. Gibt's doch gar nicht.
einer, der auch gar nicht zielt, der das auch versucht, aus dem Gefühl heraus zu machen. Aber er hat gesagt, ich kann doch jetzt nichts umstellen. Das kannst du als Sportler nie machen, wenn du jahrelang so geworfen hast. Dann muss ich einfach dabei bleiben und hoffen, dass es klappt. Tut es aktuell nicht. Gute 140 Punkte von dem Maximizer. Bob will jetzt antworten, der will natürlich dranbleiben. 99. 99 Punkte. Reicht nicht wirklich. Das sind 5. Was sind da? Da ist die Triple 20. 70. Das sind 70 Punkte. Das ist gut. Von Stefan Effenberg. Hat so viele Titel eingesackt im Fußball. Dreimaliger deutscher Meister, zweimaliger DFB-Pokalsieger. Einmal mit Gladbach, einmal mit den Bayern. 67. Die Champions League gewonnen. Ein Champions League-Finale gespielt, das von 99. Und natürlich auch in der Nationalmannschaft mit dabei. 94 hat Vogt ihn dann rausgenommen. Sie erinnern sich noch. 100. Da hat er nicht mit dem Zeigefinger nach oben agiert. Da war es der knapp daneben, der Mittelfinger. 100. Dürfte man alle drei Darts auf einmal werfen? Nein, laut dem Reglement der PDC dürfte man das nicht. Man muss sie nacheinander werfen. Sie müssen oberhalb der Schulter auch abgeworfen werden. Ich kann sie also nicht von unten vielleicht versuchen, da in Richtung Board zu schmeißen. 66 Punkte, 120 Rest. Das ist eine Möglichkeit für Hopp. Das wäre das sogenannte Shanghai-Finish. Gibt so ein Spiel im Darts, wo du versuchst, immer ein Feld aus dem jeweiligen Segment zu treffen. Also das einfache Feld, das dreifache Feld und das Doppelfeld. Dieses Spiel nennt sich Shanghai und daher kommt der Begriff. Also jetzt, er braucht die Triple 20, die einfache 20 und die Doppel 20. Die Triple 20 hat er. Jetzt muss es die Doppel 20 noch sein, um hier den Sieg einzufahren. Das wäre der erste Erfolg für Hopp und Effenberg. Noch ist Zeit da. Cross hat kein Finish stehen. Und jetzt will er sich möglichst weit runter spielen. Und das sieht gar nicht so schlecht aus. Spielt nicht die 180, dann wären es ja nur 3 Rest. Geht also bewusst auf die 13, 50 Punkte Rest. Fernanda Brandao könnte auf das Bullseye werfen. Ein Profi würde das normalerweise nicht tun. Er würde sich die Doppel 16 stellen. Aber erstmal sind das hier Matchstarts von Effenberg. Doppel 10. 15. Trifft die 15, macht 5 Punkte Rest. Das waren seine Chancen hier, den Sieg einzuholen. Und jetzt ist Fernanda Brandao dran. Und der Maximizer macht auf mich einen entspannten, oder keinen entspannten, der macht einen angespannten Eindruck auf mich. Und das gefällt mir, dass auch die Profis echt Bock haben, hier zu gewinnen. Doppel 17 ist das Ziel. Die waren gut, unlucky, sagt Rob Cross. 34 stehen, Cross wäre bereit. Was macht jetzt Hopp? Jetzt muss er es besser machen, als wir es eben von Martin Schindler erlebt haben. Eins für die Doppel 2, Matchstart für Hopp. Der ist knapp vorbei. Oh, 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 oh. Das können richtig teure Darts werden, die er da am Doppelfeld vorbei kloppt. Denn jetzt kommt Cross. Doppel 17, geht er direkt drauf oder stellt er sich vielleicht die Doppel 16? Dann könnte er zwei Doppel 16 spielen. Nein, er geht drauf. Er will die Doppel 17. Noch ein Stückchen näher und es wäre der zweite Sieg für Cross und Brandao. Nicht, ist nicht drin. 3 Matchstarts. Doppel 1. Bloß keine einfache 1, weil dann ist rum. Von oben nach unten arbeiten. Also ruhig den ersten drüber hauen. War schon ein paar Sorgen. Oh, der war gut. Das war ein guter erster Dart von Effenberg. Jetzt komm, jetzt hast du ein Gefühl. Mach ihn rein. No score. Die 18 ist no score. Fernando requires 17. Aber wenn Fernanda Brandao jetzt 17 Punkte checkt und den zweiten Sieg hier einholen sollte, dann kann ich ihn nicht mehr. Just the one. Komm, jetzt ran. Nur die 1. Oh, gar nicht schlecht. 1 für Doppel 8. Ja, das ist die 6, macht 11 Rest. Versucht die 3 zu treffen. Siehst du die, das Feld da in der Mitte? Oh, 25. No score. No score. Das ist zwar irgendwie ganz schön, aber es bringt halt nichts. Doppel 1.
Die Matchstarts, er hatte schon zwei auf der Doppel 2. Was macht die Doppel 1? Nee. No score. Hat er eben nicht gesagt. Von außen annähern, nur nicht die einfache 1 treffen. Jetzt macht er es selber. Eieieiei. 1, Doppel 8 für Rob Cross. Das macht er jetzt. Ja, das macht er jetzt. Ich bin mir ziemlich sicher. Wie bitter ist das denn, wenn Hopp und Effenberg hier wieder mit leeren Händen dastehen und genau das tun sie. Das ist der zweite Sieg für Rob Cross und Fernander. Brandao und Hopp und Effenberg bleiben auf dem letzten Platz dieser Gruppe A stehen. Oh, 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 oh.